Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei Borderlands 2. Wir haben den einen Kollegen von von World, wie heißt diese, von Roland befreit. Ja, nicht gelb, aber gerecht, sag ich so. Mal sehen, was erwartet uns diese Folge. Ups. Sollen wir zu den Typen gehen? Klar. Ja, klar. Hey, geil. Wow. Yay. Nee, geil. So, jetzt Waffe können wir also Schrotti oder keine Schrotti? Schrotti. Gut, das sollte ein oder zwei Tage halten. Roland sollte uns Infos bringen, wie man Jack aufhält. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chester beim Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Chester, steh gefälligst gerade. Mein Kammerjäger ist unterwegs zu dir. Beschuss! Aufpassen, Leute! Ein Hyperion Moonshot Blitz! Ohne diesen frischen Kern von dir hätten die Mörser den Schild glatt durchschlagen! Ist mir eine Ehre. Wer macht auf? Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Okay. Scheiße, ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Ja, danke. Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass. Okay. Moment. Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast. Überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Du bist kein Hyperion-Roboter. Du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Tja. Passiert, gell? Oh. Was haben wir da? Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Iridium, okay. Danke. Danke für... Ah, ich hab voll, wenn ich... Manu. So, wir latschen. Mal sehen, wie... Da ist die Tür. Oh, was ist das? Ja, nächste. Okay, gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Auto mit Gabel gegessen? Ey, das geht überhaupt nicht. Oder hat diese Gabel von aus der stärksten Metall der ganzen Welt? Das könnte ich schon glauben, aber. Mit Gabel gegessen, mit echte, einfacher Gabel, das geht nicht.
mäßig nach, Leute. So, das haben wir. Und gehen wir weiter. Hier. Und? Also das Muni. Aber glaube, brauchen wir ja nicht. Ich verhungere. Ich will eure Babys fressen. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Es verschwimmt alles. Keine neuen Jobs für dich. Sorry. Na schade. Ich habe beträchtliche Schmerzen. Jo, du Arme. So, da haben wir noch ein bisschen Geld. Hier, was haben wir hier? Moja, aber haben wir voll? Oh. Alter. Hallo? Egal, mir ist scheißegal. Zwei, wofür brauchen wir ja zwei diese Automaten mit Leben? Egal. Gehen weiter. Banditen von Sanctuary. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Also. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Okay. So. Hä? Darf ich mit dir nicht reden? Komisch. Also, wir müssen wahrscheinlich anschließen. Kammerjäger, wie schön dich wieder zu... Bullimong. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimong-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und... Naja. Endlich. So, wo gehen wir hin? Das ist ein bisschen langweilig. Oh, Casino. Spielen wir. Yay, ein bisschen. Nochmal. Nochmal. Mann. Yay, Waffe. Oh, ich bin voll da, toll. Hm? Okay, die haben mich getroffen, oder was? Egal. Gehen weiter. Hast du meine Knarre gesehen? Hast du meine Knarre gesehen? Nee, hab ich nicht. So, und was haben wir nochmal? Nee. Also hier, ja. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Nee, musst du nicht. So bin ich reich. Nicht ganz, aber fast schon. So, muss ich schauen. Schwächer. Schwäche. Okay. Halb tot? Das kriege ich wieder hin. Also kann ich alles ficken. Das lasse ich. Das auch passt schon jetzt. So. Ist geil. Hey, Kammerjäger, wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, Lensman,
Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe. Hm? Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch, aber gegen Schilde taugen sie nichts. Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill das Imperialistenschwein! Okay. Welche Waffe? Nämlich die. Feuer und Fleisch. Üble Kombination. So. Und Level up. Nicht Level up. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Nimm das, Jackman. Ein paar satte Treffer mit einer Schottwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den Kauf bereuen kannst. Okay. Was noch? Panzerung. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast eine Korrosionswaffe. Waffen dürfen nur von Hyperion. Siehst du, wie die Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst? So. Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Ja, jetzt wo er geslagt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Die Waffen funktionieren und du bist bereit für Handsome Jack. Lass uns jetzt über die Elementarwaffen. Mit dieser kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Verreck, du kleiner Fisser. Ah, okay. Boah, was riecht so übel? Will jemand verbrannt oder so? Das ist egal. Im Moment gibt es nichts. Okay, danke schön. Mal sehen, Mädchen. Also. Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Dir quasi im Blut. Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clouds. Okay, ich kaufe diese Ding. Verlieren Sie mich nicht wieder. Und komm nie wieder. Okay, schwarz mal, habe ich gekauft, bekommen wir solche Sachen. Also jetzt können wir mehr tragen. So, haben wir. Du weißt ja, Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst. Denn diese Stadt hebt ab! Aha. Oder auch nicht. Mist. Wir müssen Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Okay, dann gehen wir zu Royals Haus. Kammerjäger, komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Ja, sowas. Bist du bereit, Hyperion in den Arsch zu treten? Na klar, wieso nicht? So. So Leute, ich werde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge und schauen, was Roland hat uns hintergelassen. Ciao!